Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Division. Und jetzt gehen wir erstmal zum Einsatzbericht, zum aktuellen. In der Ecke war ich noch gar nicht. Ich gerade auch nicht mehr auf dem Standteil überhaupt sind. Und ich bringe jetzt so viele Folgen raus, wie es geht mit der Beta. Richtig ausnutzen, die Beta. Erstmal, da ich eine Beta überhaupt so doll ausnutze. Und dagegen. Im Gegner so. Das wird natürlich clear, das meine ich dazu. Reines Benutzeroberfläche. Ne, das wollte ich nicht. Anzeige. Schadenanzeige aus. Radaranzeigen auch aus. Das sah so aus, als ob es zwei war. Und wie meinst du? Sie geben mir langsam zu denken. Hey, was ist hier los? Hallo. Kein Platz, sind wir jetzt. Das Radar werden wir mal anmachen. So sieht man jetzt, okay. Da.
bei uns. Daten gescannt. Lade Dateien. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort? Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Lau Ende. Das ist wahrscheinlich. Wir werden das auch genommen. Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Mist, ich habe gleich mein Gerät zu Hause vergessen. Nein, da können sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Aber wir werden das produzieren und eine Sache hin. Ja, ist mal alles klar. Was ihr seht. Ob es neue Einsätze gibt. Und wir weiterziehen. Agent. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran. Wolle ist besser als Synthetik. Und hör mal, ich hab diesen Funkjob zwar nur wegen meines Geschäfts. Dann die nächsten Einsätze bringen. Also, wir können ja so viel machen. So mit der Tag. Muss nie ausgehen. Einfach so.
sehen ist wirklich schon anstrengend, gerade mit den Reflexionen vom Licht und so was zu sehen. Da. Die Tüte. Bleiben Sie cool. Vielleicht bin ich laut. Warnung! Markierte Feindhauptquartiere entdeckt! Warum gehst du nicht nachsehen? Feindliches HQ neutralisiert. GTF-Leitstelle informiert. So. Da draußen läuft eine kaltblütige Mörderin rum. Eine gewisse Michelle Mason. Ich soll dich wohl bitten, ihr das Handwerk zu legen, aber du musst mir versprechen, vorsichtig zu sein. Ich lade ihre letzte Position hoch, aber du kannst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Wo ist ihre letzte Position? Okay, Michelle Mason. Was ist das? Das sieht wirklich aus wie da. Geiles Wetter, ey. Richtig geniales Feeling. Da muss doch noch was Besseres sein. Ist das dran?
reine Texte dann. Mal sehen, wie dir das schmeckt. So, Michel. Was geht's dir und warum? Find dich. Was ist denn für ein richtig. Du hältst nicht durch. Dass du alles Nötige gefunden hast. Prima. Ich hoffe, du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Die kriegt man nur ganz schwer wieder raus. Stück Jagdrucksack. Nehmen wir den. Und Bereitschaftsrucksack am besten. Einen blauen Bereitschaftsrucksack. Die anderen mal gucken, ob wir die irgendwie verkaufen können. Rüstung. Geschichtete Platten schon. Verstellbar. Angelegt. Beim Ötzi-Lumpe, ey. Mal gucken, dass man die Waffen irgendwie noch was dran kriegen. Oh, ich glaube, sieht gut aus. Zweimal zusammen. Nachher Tempo. Nehmen wir das. Bei der M416. M4. Nehmen wir auch Stelle. Nachladetempo mal 3, genau. Wahrscheinlich drauf machen. Thank you.
so, ich hab das auch geschafft. Oh, wollte ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Episode. Wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Und dann sage ich erstmal ciao, bis zum nächsten Mal.